Ja, und hier geben vor allem gerade sehr viele Zwiebeln wirklich alles, also ein richtiges Farbmeer hier im Egerpark. Und ich kenne natürlich nur die Hälfte, deshalb freue ich mich, dass Uwe Schachschein mich hier durch sein kleines Stauden- und Zwiebelbeet führt. Uwe, wir wollen über besondere Pflanzen sprechen, die nicht so alltäglich sind. Und was mir hier auffällt, ist eine Narzisse, die wirklich sehr putzig aussieht, so ein bisschen, ja, zerzaust. Ja, das ist eine wunderschöne Zwergnarzisse, die ist gefüllt blühend und das ist die Sorte Rip van Winkel. Die hat sich hier sehr gut etabliert in dieser Fläche, hat auch schon schöne Horste gebildet im Laufe der Jahre. Und es gibt ja viele andere Wildnarzissen und wenn man jetzt so einen großen Horst hat, kann man den auch gerne nach der Blüte, wenn das Laub eingezogen ist, auch mal teilen, die Zwiebeln auseinander machen und im September einen neuen Standort wieder neu pflanzen. Was mir gefällt, ist der Kontrast, also Gelb und Blau passt ganz gut zusammen. Was ist dieses zarte, blau-weiße Geschöpf, was auch sehr, sehr ja, buschig schon ist? Ja. Das ist eine entfernte Verwandte von unserem Blausternchen, das ist Schneeglanz, Chionodoxa. Gibt es auch in verschiedenen Farben, also hier haben wir diese ganzen Blautöne, dann haben wir rosa, weiß, gibt es auch kleinblütig und großblütig. Und das Schöne ist, wenn die ungestört stehen bleiben, vermehren die sich auch und bilden im Laufe der Jahre schöne Teppiche. Und vor allem ziehen sie auch Insekten an, also hier sind es wahrscheinlich Bienen, das ist ja auch ganz hilfreich. Manchmal ist es ja so, dass viele Sachen nicht so auffallend sind, wie jetzt zum Beispiel der Schneeglanz. Du hattest mir eine Ranunkel ans Herz gelegt, die ich auf Anhieb gar nicht gesehen habe. So einsam und allein ist sie im Beet. Hat die was zu tun mit der Ranunkel, die ich kenne als klassische Blume für meinen Strauß? Ja, die Ranunkel als Schnittblume ist dieselbe Familie im Prinzip, aber das ist was ganz anderes. Das ist eher verwandt mit dem Schabuchskraut, was man so aus dem Wald kennt. Als Unkraut eigentlich. Ne? Das ist eigentlich was ganz Aggressives mit der Vermehrung. Das möchte man nicht im Garten haben. Aber diese schöne Form ist zahm und vermehrt sich auch nicht so stark. Und vor allem gibt es in vielen verschiedenen Farbtönen. Die gibt es in hellgelb, zitronengelb, ja, dunkelgelb, orange, auch weiß. Und was auch besonders schön ist, es gibt Sorten mit schöner Blattzeichnung, also mit marmorierten Blättern oder richtig mit dunklen Laub, dass der Kontrast richtig schön wirkt. Was ja auch wichtig ist, wenn dann die Blüte mal wirklich also einfach nicht mehr da ist. Ja, ja. Wir haben noch eine Kuhschelle gesehen, die ist ja auch so ein Bote für den Frühling. Ja, ich mag hier so im Gegenlicht diese zarten Haare. Also was braucht eine Kuhschelle im Garten? Ja, die Kuhschelle möchte möglichst am Gehölzrand oder im vollsonnigen Standort stehen, braucht kalkhaltigen Boden und Blütenfarben gibt es ja auch. Die blaue, die in der Natur vorkommt, also wie violettblau, dann rosa und weiß. Mhm. Und was auch schön ist, gibt Sorten mit so gefransten Blüten. Und wie du schon erwähnt hast, im Sommer dann diese schönen Samenstände. Das ist auch noch was besonders Attraktives. Wie entwickelt sich dieses Beet hier? Das ist ja eigentlich ein Staudenbeet und das sind jetzt die Zwiebelpflanzen, die sozusagen erstmal ja, Gas geben. Also es kommt dann immer mehr hier durch, oder? Ja, es ist ein Staudenbeet und das ist aufgehübscht im Frühjahr mit den ganzen Zwiebelpflanzen. Und wenn dann die Stauden richtig in Gang kommen, überwachsen die dann praktisch die laufenden Blätter und da stehen dann keine Lücken, wenn die Zwiebeln verschwunden sind, sondern es wird wieder alles aufgefüllt.